Ulf Kirsten, Jesse Marsch. Ich würde sagen Ulf Kirsten, weil das quasi er mir dazu verholfen hat, damals meinen ersten Profivertrag zu bekommen in Leverkusen. Er war mein U23-Trainer in Leverkusen und ja, hat mich extrem gepusht damals, dass ich hoch zu den Profis immer mittrainieren durfte, immer dabei sein durfte und schlussendlich dann auch unter Jupp Heynckes meinen ersten Profivertrag bekommen habe. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für. Aber auch Jesse war ein super Trainer. Beides in dem ersten Jahr als Co-Trainer, auch dann als Trainer. Es tut mir bis heute leid, dass wir es als Mannschaft nicht so hinbekommen haben, wie wir uns das vorgestellt haben unter ihm. Da haben wir sehr, sehr viel auch selber verbockt, wir Spieler, finde ich. Aber beides super Trainer und ja. Ulf Kirsten, Adi Hütter. Würde ich dann sagen Adi, weil Adi dann in Salzburg war ja mein Trainer, ein halbes Jahr glaube ich nur. Aber es war ein sehr, sehr gutes halbes Jahr und wir kamen sehr, sehr gut miteinander aus, das weiß ich noch. Haben uns immer gut ausgetauscht. Er wusste von mir, was er bekommt, glaube ich, und ich wusste von ihm als Trainer, wie er mich am besten weiterentwickeln kann. Und bin dann ja auch im Winter, glaube ich, dann zu Dortmund gewechselt. Und was ich auch sehr, sehr gut fand und sehr positiv bis heute, dass er mir da auch keine Steine in den Weg gelegt hat, sondern eher der Meinung war, dass ich auch den nächsten Schritt machen muss. Und deswegen bin ich ihm da sehr dankbar und ist ein super Trainer auch. Boah, das ist echt gemein von euch, ey, mit den ganzen Trainern. Ralf Hasenhüttl, Adi Hütter. Ja, würde ich fast dann sagen Hasi, weil mit Hasi habe ich auch ein paar Storys auf Lager. Damals in Aalen mein Trainer geworden, was sehr witzig war, weil ich war quasi nur 3 Monate bei ihm in Aalen und da lief es sehr, sehr gut die ersten 3 Monate. Und ich war ja im Sommer dorthin gewechselt zu ihm aus Osnabrück in die zweite Liga dann nach Aalen und hatte dann aber in meinem Vertrag, den ich unterschrieben hatte, eine Ausstiegsklausel eingebaut und die haben wir dann quasi nach 3 Monaten gezogen, weil ich dann weitergezogen bin nach Salzburg, weil ich da ein Angebot bekommen habe aus Salzburg. Und damals war Hasi dann schon etwas sauer auf mich, glaube ich, und auch enttäuscht, dass ich das gemacht habe, obwohl im Nachhinein war es, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr, weil er wusste, warum ich es gemacht habe. Und er wusste noch nicht, dass sie in Salzburg, glaube ich, diesen neuen Weg eingeschlagen haben, dann mit jungen Spielern, dass sie was anderes aufbauen wollten. Er kannte das noch eher als Station für ältere Spieler, die dann nochmal hinwechseln zum Ausklingen ihrer Karriere so ein bisschen. Aber haben uns dann nach Jahren wieder getroffen, wie das Schicksal so will, sind wir dann beide hier gelandet mussten dann schon sehr schmunzeln, dass wir beide über Umwege dann wieder zusammengekommen sind hier bei Leipzig und war ein super Trainer, der mir auch einiges mit auf den Weg gegeben hat, menschlich, aber auch im sportlichen Sinne. Und deswegen habe ich immer sehr gerne, oder ich sehe ihn auch sehr gerne, wenn wir uns irgendwo sehen. Wir haben uns jetzt letztes Jahr im Sommertrainingslager gesehen, eher mit Southampton, wo wir gegen sie gespielt haben. Und ich freue mich immer, ihn zu sehen, weil das schon sowas ist, was auch verbindet. Srećko Katanec und Ralf Hasenhüttl. Srećko war lange Zeit mein Trainer bei der Nationalmannschaft. Ich muss da, glaube ich, schon sagen, dass mich da schon noch mehr verbindet mit Ralf Hasenhüttl als mit Srećko Katanec. Auch gar nicht jetzt böse gemeint oder negativ, sondern auch ein super Trainer gewesen. Noch etwas mehr alte Schule, so ein bisschen. Weswegen ich auch ab und zu mal meinen Unmut geäußert habe oder ab und zu mal ein bisschen sauer war. Hatten die ein oder andere Diskussion auch mal, das war immer sehr witzig, über unsere Ansichten, weil ich der Meinung war, dass man schon mit der Zeit ein bisschen mitgehen muss. Und da haben wir des Öfteren mal zusammengesessen unter 4 Augen und haben mal darüber diskutiert. Aber auch er hat mich zum A-Nationalspieler gemacht. Das war eine Riesenehre für mich, auch die Jahre dort zu spielen.
Und da bin ich ihm auch extrem dankbar für. Aber ich glaube, dass am Ende dann von der Verbindung her und von dem, was war, ich glaube, ich mit Ralf Hasenhüttl da eine engere Verbindung hatte als mit Sreczko Katanet. Julian Nagelsmann und Ralf Hasenhüttl, ja. Da muss ich dann schon Julian nehmen, weil Julian für mich taktisch gesehen, glaube ich, auf einem anderen, nochmal ein anderes Niveau war. Er wusste so viel, fast alles eigentlich über Fußball, und er hat Spiele komplett auseinandergenommen, hat uns immer so extrem gut vorbereitet auf Spiele. Ich habe sowas vorher, glaube ich, noch nie gesehen. War ein super, super Trainer, wirklich. Ich habe wirklich versucht, so jeden Tag alles von ihm aufzusaugen, obwohl er noch so jung war, obwohl er noch nicht so viele Stationen hinter sich hatte. Aber er war einfach ein Trainer, der bleibt dir für immer in Erinnerung. Und ich bin auch der Meinung, dass er mit der Zeit wird er auf Dauer, glaube ich, mit der beste Trainer, wenn es nicht schon jetzt ist, den der Fußball so hat. Und ich habe die Zeit wirklich unter ihm genossen als Trainer. Also es war wirklich eine schöne Zeit, obwohl ich im ersten Jahr durch meine OP dann lange raus war und dann nach Corona dann wieder voll da war und voll drinne war und er da auch dann voll auf mich gezählt hat. Das ist natürlich auch nochmal etwas, was dann auch nochmal ein Stück weit, glaube ich, verbindet. Aber ich muss schon sagen, vom Trainerwissen und vom Trainerdasein ist das schon also einer der besten, die ich jemals hatte. Oh, Kloppo, Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann. Muss ich tatsächlich Julian nehmen, weil ich mit Kloppo halt nur ein halbes Jahr, nicht mal ein ganzes halbes Jahr zusammengearbeitet habe. Bei Dortmund hatten eine intensive Zeit bei Dortmund. Das war das Jahr, wo Dortmund nach der Hinrunde, glaube ich, 17. war, und dann bin ich im Winter dorthin gewechselt. Das war für mich kein einfaches halbes Jahr. Aber ich kam immer gut klar mit Kloppo, und auch jetzt noch, wenn wir uns sehen bei Spielen, nehmen uns immer in den Arm, kommen super miteinander zurecht. Fantastischer Trainer, muss man sagen, was er danach dann nochmal erreicht hat in Liverpool, nochmal ein anderes Level, das war schon Wahnsinn. Am Ende des halben Jahres waren wir ja trotzdem noch erfolgreich. Wir waren in der Rückrunde, glaube ich, dann 8. Platz. Vom 17. noch auf dem 8. und DFB-Pokalfinale gekommen. Aber ich muss da schon sagen, am Ende, ich hatte ja mit Julian, glaube ich, zwei ganze Jahre, war die Verbindung zu Julian am Ende dann schon größer. Oh, Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann. Sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Beides Top-Trainer. Das ist jetzt ganz, ganz schwer, das irgendwie so zu entscheiden, weil ich hatte Domenico zwar nur ein halbes Jahr, aber in dem halben Jahr ist, also nicht ein halbes Jahr, es waren mehr als ein halbes Jahr, es war fast eine Saison. Aber was in der kurzen Zeit, wo Domenico hier war, alles passiert ist, das war schon außergewöhnlich, auch in was für einer Zeit er kam hierher und wie wir uns da dann wieder rausgeboxt haben aus dieser schwierigen Zeit, die wir alle noch nicht bis dahin so kannten hier. Es war schon sehr verzwickt irgendwie, und dann kam Domenico so mit seiner totalen Entspanntheit und Lockerheit und hat gesagt, Jungs, wir kriegen das alles schon hin, macht euch keinen Kopf. Das weiß ich noch, da haben wir das letzte Heimspiel vor der Winterpause, danach ging es in die Pause, haben wir gegen Bielefeld verloren zu Hause. Und dann hat Domenico gesagt, jetzt geht erstmal in den Urlaub, kriegt die Köpfe frei und dann kommen wir wieder und dann greifen wir an. Und dann haben wir einfach in der Rückrunde, sind wir marschiert bis ins Europa League Halbfinale, hätten da eigentlich auch ins Finale gemusst, haben dann das Pokalfinale erreicht, den Titel gewonnen, den ersten für den Verein. Das ist dann schon nochmal so, und ich persönlich hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu Domenico, weil ich die Art mochte, wie er in eigenem Ballbesitz Fußball spielen wollte. Und das ist schwierig, diese Frage. Also mich verbindet mit beiden Trainern sehr viel. Wenn ich am Ende entscheiden müsste, würde ich aufgrund des Titelgewinns, weil es auch mein persönlicher erster Titel, großer Titel war, würde ich dann am Ende nochmal
Domenico sagen. Roger Schmidt, Domenico Tedesco. Ja, da muss ich dann ganz klar Roger dann irgendwo nehmen, weil Roger für mich ja, mein Mentor ist, schon meine quasi ganze Karriere lang der Trainer ist, unter dem ich mich am meisten weiterentwickelt habe, unter dem ich den Sprung geschafft habe aufs Top-Niveau im Fußball. Und ja, ich glaube, dass mich und Roger einfach etwas verbindet, das, würde ich sagen, gibt es vielleicht gar nicht so oft. Ich bin ihm zweimal gefolgt, einmal nach Salzburg, dann nach Leverkusen. Wäre ihm auch fast nach China mitgefolgt, als er dorthin gegangen ist. Das war eigentlich schon alles ziemlich weit vorangeschritten. Ist dann am Ende wegen ein paar Kleinigkeiten geplatzt. Aber selbst da wäre ich ihm mit hingegangen, weil er einfach für mich ein Trainer ist, der ja, menschlich und vom Fachwissen als Trainer und die Art, wie er Fußball spielen lassen will, einfach der Trainer ist, mit dem ich mich bis in meiner Karriere am meisten identifizieren konnte. Das war schon oder ist ein unglaubliches Niveau und das zeigt er auch jetzt wieder bei Benfica, wie er dort marschiert. Er war eigentlich überall sehr, sehr erfolgreich, wo er gearbeitet hat, weil er es einfach immer geschafft hat, das Beste aus den Spielern rauszuholen. Und das war auch bei Spielern so, die vielleicht nicht immer gespielt haben, die auch mal auf der Tribüne saßen. Er wusste immer, mit Spielern genau so umzugehen, wie sie es gerade brauchen. Und das fand ich eine Gabe, die haben nicht, glaube ich, nicht so viele Trainer. Und deswegen, ja, verbindet mich und Roger schon extrem viel. Und da muss ich dann Roger nehmen. Ja. Uff, Ralf Rangnick, Roger Schmidt. Auch schwierig. Muss ich am Ende auch wieder Roger nehmen, weil Roger, habe ich ja gerade genug zu gesagt, Roger ist quasi und von allen den Trainern, die ich hatte, und ich hatte ja wirklich die besten eigentlich, die es in Deutschland gibt, so. Da fehlen ja auch noch einige auf den Listen, wenn ihr jetzt noch mehr da drauf gehabt hättet. Ich hatte ja auch noch den Heinkes, Tuchel, Marco Rose, da sind noch so viele Trainer, die ich noch hatte. Oliver Glasner hatte ich auch in Salzburger Zeiten. Ja, aber das ist schwierig, weil Ralf ist auch ein Mensch oder ein Trainer, damals Sportdirektor auch von mir bei Salzburg, dem ich in meiner Karriere extrem viel zu verdanken habe. Und da werde ich ihm auch immer dankbar für sein. Er hat mich nach Salzburg geholt für eine Riesensumme, für einen Zweitligaspieler damals. Ich glaube, 3 Millionen haben sie bezahlt, meine Ausstiegsklausel. Hat mir die Möglichkeit gegeben, mich dort komplett zu entfalten. Er hat immer auf mich gebaut, hat mich auch dann für Riesengeld dann aus Leverkusen nach Leipzig geholt, weil er der Überzeugung war einfach, dass ich als Spieler hier super reinpasse. Und dadurch hat er mir so viele Wege eröffnet in meiner Karriere, in meinem Leben, dass ich ihm da ja, bis ans mein Lebensende quasi sehr, sehr dankbar sein werde. Und das weiß er auch, das habe ich ihm auch oft gesagt. Ist auch so ein fantastischer Mensch, mit dem ich immer sehr gut klarkam, mit dem ich immer sehr gut reden konnte. Deswegen ist es schon, ja, die beiden, die jetzt da sind, das sind, glaube ich, die beiden Namen, die mich in meinem Fußballerleben quasi am meisten geprägt haben. Und ja, da muss ich, ihr sagt ja, ich müsste jetzt hier einen wählen, am Ende knapp dann Roger nehmen, aber Ralf hat wirklich auch riesen Anteil an meiner Karriere und da werde ich ihm auch immer dankbar für sein.